Auf der Kieler Woche gibt es neben Fahrgeschäften, Segeln und Party auch viel zu essen. Doch für die Gastronomen war es kein leichtes Jahr. Und 1,50 zurück. Ja, bitte schön. Das Familienunternehmen von Marcel Pohlmann fährt seit über 60 Jahren auf Feste. Die Corona-Krise hat das Unternehmen schwer getroffen. Ja, die Krise war für uns eine sehr schwere Zeit, da wir über 2 Jahre kein Geld verdienen konnten. Ein neues Problem sind die Preissteigerungen bei Lebensmitteln. Unsere Lieferanten haben die Preise angehoben. Wir haben natürlich versucht, die Preise so zu halten, wie wir sie immer hatten. Da unsere Kunden uns schon jahrelang kennen. Aber ja, minimal musste man halt mit den Preisen auch hochgehen. Silvia Hink holt die Waren für ihre Spezialitäten direkt aus der Slowakei. Uns betrifft das zweimal. Die Preise sind gestiegen und auch die Spritkosten sind gestiegen. Am Stand Werde auf dem Modimarkt war vor allem die Knappheit einiger Lebensmittel ein großes Problem. Also es gab immer wieder Knappheiten, also sowas wie Mehl haben wir nicht viel bekommen. Wenn wir bestellt haben, dann hat sich das auch viel verzögert. Deswegen mussten die Preise um 1 bis 2 Euro angehoben werden.